Es ist soweit. Die Kamera ist da, endlich. Meine erste wirkliche Kamera ist da. Guck mal, mein Hund, der feiert das mit mir. Yeah! Yeah! Wir haben gerade Montag. Dienstag. Wir haben gerade Dienstag. Ich habe nur kein Zeitgefühl, da ich ja jetzt so lange schon keine Schule mehr habe. Der 21. könnte hinkommen. Und es ist 10 Uhr morgens und ich fahre jetzt ins Fitnessstudio, bin noch nüchtern. Heute Nachmittag gehe ich dann zu einem Freund. Wir kochen zusammen. Und heute Abend spielt Fußball. Ich bin gerade nur am Spielen mit der. Auch jetzt will ich gar nicht ins Fitnessstudio gehen, ne? Das ist ein nice Spielzeug. Aber ich bin mal ein bisschen gespannt. Ich muss auf jeden Fall noch üben. Zu vloggen, zu filmen, zu reden vor der Kamera. Aber aller Anfang ist schwer und ich versuche dran zu bleiben. Und dann wird das schon alles irgendwie. Jetzt habe ich so ein Teil, so ein fancy Teil. Das muss ja jetzt auch verwendet werden und genutzt werden. Ich gebe mir so Mühe, in die Linse zu schauen. In Amerika und so werde ich ja wirklich viel zu erzählen haben. Da werde ich es dann auch wirklich nutzen. Des Todes werde ich es nutzen. Pepe, naja. Aber hier gibt es halt wirklich noch nichts so Tolles zu erzählen. In 5 Wochen ist es zwar schon soweit, schon, aber mir kommt es immer noch nicht so vor. Ich meine, meine beste Freundin, die fährt nächste Woche schon. Da kann man langsam so ins Schwitzen kommen und sich ein paar mehr Gedanken machen. Aber Kleinigkeiten, an die denke ich immer noch nicht. Das Packen ist ja auch noch in weiter Ferne. Dazwischen habe ich jetzt noch nächste Woche Abiball. Dann fahre ich auch nochmal eine Woche weg nach Prag, Bratislava und nach Wien. Da freue ich mich auch unglaublich drauf. Und dann habe ich nochmal 3 Wochen Zeit, bis es dann wirklich abgeht. Damit wir heute Mittag auch was zum Kochen und zum Essen haben. Ich war jetzt nüchtern trainieren, habe immer noch nichts gegessen. Thank you.
barefooted. You're fine. Das. Super. Super. Guten Morgen. Wir haben jetzt Mittwoch, 11 Uhr und mein Frühstück ist auch endlich fertig. Und zwar habe ich mir den Alpro Soja Quark genommen. Ziemlich neu, ich weiß nicht, ich probiere den jetzt aber zum ersten Mal. Dazu dann ein paar Erdbeeren rein und eben Marmelade. Und was auf dem Brot ist, habt ihr ja gesehen. Dazu nehme ich dann noch 2 Tabletten Omega-3 Fischölkapseln und eine Zink- und eine Magnesium-Tablette und einen Tee. Ich zeige euch mal die Nährwerte, Kalorien. Und zwar ist das hier mein gesamtes heutige Frühstück. Mit insgesamt 23 Gramm Eiweiß, 43 Gramm Kohlenhydraten und 13 Gramm Fett. Ballaststoffe 10 Gramm. Übrigens, ich bin ja die Person, die eher dazu tendiert, zu viele Ballaststoffe zu essen. Somit würde ich auch die Frage, ob man zu viel Gemüse essen kann, mit Ja beantworten. Gemüse enthalten relativ viele Ballaststoffe. Das kennen besonders vegane Menschen, denke ich. Ja, dann kriegt man schnell mal Durchfall und furzt durch die Gegend. Zusammengefasst, ja, man kann zu viel Gemüse essen, denke ich. Beziehungsweise zu viele Ballaststoffe. Ballaststoffe sind ja jetzt nicht nur in Gemüse drin. Zum Beispiel Getreideprodukte enthalten auch relativ viele Ballaststoffe. Empfohlen wird meist so 25 bis 30 Gramm zu sich zu nehmen. Wenn man jetzt auch mal einen Tag 40 oder 50 Gramm zu sich nimmt, ist auch nicht so schlimm. Aber wenn das über eine längere Zeit der Fall ist, dann merkt der Körper sich das und ja, dann sollte man es selbst auch merken. So, ich habe jetzt den ganzen Vormittag an dem Video bereits geschnitten, an den Aufnahmen von gestern. Und mir ist aufgefallen, dass es am Anfang ein bisschen raschelt, weil hier sind so Anhänger für ein Umhängegurt für die Kamera. Und beim Wackeln raschelt es ein bisschen. Es tut mir so leid. Aber aus Fehlern lernt man, ne? Auf jeden Fall mache ich mir jetzt was zum Mittagessen. Und zwar mache ich mir heute Hackfleisch-Spaghetti. Also Spaghetti-Bolognese, aber aus diesem Veggie-Hack. Habe ich noch nie ausprobiert. Es hat aber sehr gute Werte. Es hat auf 100 Gramm 104 Kalorien und bis zu 20 Gramm Eiweiß. Wenn es jetzt noch schmeckt, dann bin ich sehr glücklich. Und das mit diesem Spaghetti. Die Cognac-Nudeln finde ich relativ lecker, wenn man die gut würzt. Ich mache da noch eine Tomatensauce rein, die ist aber noch im Keller, die muss ich noch holen. Ja, und das kann ganz gut schmecken, wenn man es wirklich gut würzt und zubereitet. Denn ja, die Nudeln an sich, dadurch, dass die natürlich auch keine Kalorien haben, haben die auch keinen Geschmack. Da kann man davon auch nichts erwarten. Aber sie machen Volumen. Und Volumen ist toll. Außerdem habe ich eben gerade noch so ein Brat- und Grillkräutermix gefunden in unserem Schrank. Das mische ich dann noch rein. Zum geschmackvollen Würzen von Fleischgerichten und Gemüse. Bei salzarmer Ernährung. Ich ernähre mich zwar jetzt nicht unbedingt salzarm, aber kann ja nicht schaden. Mal sehen. Ach so, das ist salzfrei. Aber was ich auch lustig finde, hier hinten steht da nochmal drauf, bei Bedarf nachsalzen. Ja, da müssen die das mit der salzarmen Ernährung aber eigentlich nicht mehr draufschreiben, oder? Schaut euch das an. Und diese ganze Portion hier hat Fokus so jetzt. Also die ganze Mahlzeit hat jetzt 510 Kalorien, nur 29 Gramm Kohlenhydrate, 23 Gramm Fette und 45 Gramm Eiweiß. Dieser ganze Pott, das ist alles für mich alleine. Außerdem habe ich jetzt diese Soße gefunden, Zucchini und Aubergine. Da sind eben auch noch so Gemüsestückchen drin. Finde ich ganz lecker. Und außerdem habe ich das Ganze mit Rapsöl angebraten. Ich hatte auch meine Zeit, da habe ich wirklich ohne Öl immer angebraten. Aber gesunde Fette müssen auch sein. Außerdem esse ich nicht so gerne Nüsse. Und ja, mit Öl schmeckt das alles einfach ein ganzes Stückchen besser, finde ich. So, jetzt ist 3 Uhr. Gleich fahre ich ins Fitnessstudio. Davor werde ich jetzt aber nochmal selbst Erdbeermarmelade backen, sagen wir kochen. Ich habe es noch nie mit echten Erdbeeren gemacht, sonst immer mit tiefgefrorenen Früchten aller Art. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das jetzt was wird. Sonst nehme ich immer 400 Gramm Früchte und 15 Gramm Agar-Agar. Mindestens für 400 Gramm. Jetzt werde ich wahrscheinlich so ungefähr 1 Kilo Erdbeeren nehmen. Und werde dann wahrscheinlich 40 Gramm Agar-Agar reintun. Werde das alles dann noch süßen mit Stevia. Da muss man je nachdem schauen, wie süß man es haben mag. Ich nehme für 400 Gramm so 2 Esslöffel meistens. Und was ich auch immer gerne reintue, vor allem bei Erdbeeren, da diese schnell Farbe verlieren, ist dann eben Zitronensäure.
Die halten das dann schön rot. So, ich habe jetzt hier 1 Kilogramm Erdbeeren. Ja, ich mache die Konfitüre im Thermomix. Ich habe den Luxus, aber ich denke, das Rezept ist relativ einfach und das ist so leicht zu machen. Das kann man auch im Topf machen, ganz gut. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier das Kilo Erdbeeren rein. So. Und in dem Thermomix-Rezept selbst steht eben der Tipp mit der Zitronensäure. Hier steht, sie ist optional dazu zu geben, unterstützt die Gelierkraft des Pektins und hilft, Farbe zu stabilisieren. Ach genau, da fällt mir ein. Ich habe auch gelesen, dass man in die Erdbeermarmelade noch ein wenig Apfel reinmachen kann, da Erdbeeren an sich nicht so viel Pektin enthalten. Äpfel hingegen sehr viel. Und genau, das unterstützt eben so die Farbe ein wenig. Zitronensäure haben wir reingemacht. Und jetzt wird es vermixt. Jetzt muss das alles 13 Minuten kochen. Beziehungsweise auch keine ganzen 13 Minuten, denn das dauert natürlich auch, bis es auf 100 Grad erhitzt ist. Stufe 2 und hier sieht es in 13 Minuten, ist die Marmelade dann fertig, wird umgefüllt, gekühlt und kann genossen werden. Shit! Das passiert, wenn man neben dem Marmeladekochen ein Video schneidet. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das noch nie passiert. Klarer Fall von Vorführeffekt, hä? Egal, ich hoffe, das hört auf zu schäumen und sieht dann in den Gläsern aus wie normale Erdbeermarmelade. Bitte! Alles klar. Der eine Topf ist mit Schaum. Hier oben das ist der Schaum, den ich nicht mehr rausfischen konnte. Aber hier habe ich noch ein Glas ohne Schaum hinbekommen. Dann kann man das ja vergleichen, ob das überhaupt genießbar ist mit dem Schaum da oben oder ob man den dann einfach, wenn es abgekühlt ist, rauskratzen muss. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier Glas mit Marmelade und ein bisschen Schaum. Das jetzt auf den Kopf stellen. Aber so abkühlen lassen, das auch. Und dann in den Kühlschrank später. So, jetzt ist Zeit für... So, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Studio. Heute aber wahrscheinlich ohne Kamera, denn es ist 4 oder so. 4, halb 5 werde ich dort sein. Und zu der Zeit ist das Fitnessstudio halt wirklich am vollsten. Und ich möchte dann keine Leute filmen, die dann letztendlich gar nicht auf dem Video sein möchten. Also das muss man auch respektieren. Deswegen heute mal ohne Kamera. Ich trainiere Beine. Und genauso wie gestern mache ich dann 20 Minuten Ausdauer davor. Und je nachdem, wie ich mich fühle, dann noch ein bisschen was danach. Das Krafttraining an sich dauert bei mir wirklich nicht länger als 40, 45 Minuten. Meiner Meinung nach reicht das auch völlig aus, wenn man wirklich jeden Satz nutzt. Und die Mind-Muscle-Connection wirklich hält, dann reicht das auch. Ja genau, hinterher dehne ich mich und räume mich ein bisschen auf so einer Blackroll. Und das war's dann auch schon. So, ich komme gerade aus dem Training. Nicht lange Zeit zum Filmen, denn Hunger des Todes. Salat. Brote mit Käse und Tomate und Butter und Salz. Und auf den Salat kommt dann noch ein bisschen Dressing drauf. Guten Appetit. Wie ihr seht, meine Familie ist übrigens brav. Die essen nur Salat. Also im Moment bin ich so bei 1400, 1500 Kalorien. Später werde ich noch was essen. Wir haben jetzt 7 Uhr oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal filmen werde heute. Ich mache mich auf jeden Fall schon mal ins Video schneiden. Ich bin selbst gespannt, wie das ausschaut. Gott, wie ich zitter nach dem Training. Wie es ausschaut nach der, mit der neuen Kamera. Ich bin gespannt. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Wir haben, wie ich finde, noch arschfrüh, es ist 8 Uhr oder so. Hier ist jetzt schnell was Kleines. Nicht sehr nährreich und nicht sehr mineralstoffreich, aber lecker. Cornflakes oder Dinkelflakes mit Mandelmilch, Vanille und einem Kaffee. Denn ich habe gleich einen Nageltermin um 9 Uhr. Und danach geht es gleich weiter ins Schwimmbad. Heute wird es unfassbar heiß. Über 30 Grad angeblich. Ich denke aber auch nicht, dass ich die Kamera mitnehmen werde zum See. Das Baby ist mir dafür noch ein bisschen zu schade. Nicht, dass die überhitzt wird oder so. Aber ich glaube, ich nehme die kleine GoPro mit. Mal sehen, vielleicht kann man hier ein paar Fotos oder Videos machen. So, die Füße sind jetzt wieder schön. Und jetzt geht's ins Schwimmbad. Ich bin wieder zurück aus dem Schwimmbad. Es war unglaublich schön, aber auch unglaublich heiß. Und ich bin ja nach dem Schwimmbad immer so müde und so am Arsch. Jedenfalls habe ich jetzt mittlerweile auch Hunger des Todes. Ich werde jetzt gleich rübergehen. Und dann gibt es endlich Tortillas. Alle hier fleißig am Kochen. Außer ich. Also, es gibt Guacamole, Dip, Sour Cream, Frühlingsquark. Und dann kocht die liebe Lea
Hallo. Hühnchen mit Paprika. Und wie bitte heißt das nochmal? Fried baby beans. Oh. Und diese Corn Tortillas. Nein, Corditas. Alles klar. Dann guten Appetit. Ach, jetzt mache ich ein Video. Hallo. So, wir haben jetzt 11:30. Ich habe es eben noch ein bisschen das Video geschnitten, nachdem ich zurückkam von der Freundin. Jetzt werde ich noch einen Apfel essen und danach schon schlafen gehen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Ich habe mir richtig Mühe gegeben beim Schnitt. Ja, das erste Video mit der neuen Kamera. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Macht's gut.